Hinter Gewalt steckt immer auch eine Geschichte oder ein Schmerz. Einer, der schnell reingeschlagen hat, ist der Nico Pauli. Als gefürchteter Hooligan hat Gewalt bei ihm zur Tagesordnung gehört. Ich habe Hass und Gewalt gebraucht, um mich lebendig zu fühlen. Ich habe Konflikt, Krawall und Auseinandersetzung gesucht. Ich habe Ambiente gesucht, wo es brodelt hat. Nico Pauli heute. Er ist verheiratet mit Desiree und Vater eines Sohnes. Seine eigene Kindheit war nicht so idyllisch. Er kommt mit 2 Monaten zu Pflegeeltern. Ich bin von klein auf mit Gewalt in Kontakt gekommen. Kurz nach meiner Geburt hat meine liebliche Mutter von meinem lieblichen Vater flüchten und hat dann Schutz gesucht in einem Frauenhaus. Ich erinnere mich noch gut, dass er mich zum Teil abgeholt hat und dann einfach alleine in der Wohnung zurückgelassen hat, während er mit seinen Kollegen etwas gut trinken ist. Und ich bin dann alleine dort vor dem Fernseher gesessen, bis ich dann am Abend wieder von meinen Pflegeeltern abgeholt worden bin. Weil ich immer irgendetwas falsch gemacht habe oder so, dann hat er immer gedroht oder ist zum Teil auch gewalttätig geworden. Wo sind wir heute? Ich war ein sehr verhaltensauffälliges Kind. Ich habe sehr oft Schwierigkeiten gemacht. Ich habe auch immer nicht recht gewusst, wer ich bin. Ich musste irgendwie mit dem Schlag kommen, mit dem zweispurigen Leben. Das eine bei in einer guten Familie und das andere im Sumpf von der Gewalt und von der Angst. Ich hatte im Herzen eine so eine grosse Verletzung. Und dann habe ich einfach mich entschieden, ich laufe gar niemand mehr an mich an. Ich bin mit einer Bomberjacke herumgelaufen und mit bösem Blick kahl rasiert. Ich habe Leute angerempelt. Ich bin dann auch mal an einen Fußballmatch eingeladen worden. Fußball hat mich eigentlich überhaupt nicht interessiert. Aber was mich interessiert hat, sind dort so die Krawall-Nebenschauplätze, die entstanden sind. Wir haben Steine aus dem Zug rausgeworfen, Flaschen umeinander geworfen. Wir haben Sachen kaputt gemacht, wir haben demoliert. Jeder, der sich uns irgendwie in den Weg gestellt hat, ist einfach runtergehauen worden oder auf die Seite geschupft worden. Und wenn die Polizei dann kam, dann nachher haben wir uns als Aufgabe gemacht, gegen die Polizei zu kämpfen, möglichst lange Widerstand zu leisten. Ich habe durch Gewalt ein Ventil gefunden, um den Schmerz in mir loszuwerden. Das meiste davon ist passiert während einem Alkohol- oder einem Drogenrausch. Und dann hat man am Schluss nicht mehr wirklich sagen, was ist passiert. Eine Szene ist mir auch noch ganz besonders im Gedächtnis. Wir waren an einem Auswärtsspiel. Und da hat es auch wieder eine erbitterte Strassenschlacht gegeben, die mehrere Stunden gegangen ist. Und einer meiner Kollegen ist dann mit der Baustellenlatte zusammengeschlagen worden. Und als er am Boden gelegen ist, ist noch auf ihn eingewinkelt worden und weiter auf ihn eingeschlagen worden. Dieses Ereignis bringt Nico zum Nachdenken. Trotzdem macht er weiter. Es geht bergab mit ihm und er verliert seinen Job. Ich hatte mein Leben völlig nicht mehr im Griff. Es ist mir entgleist. Ich habe angefangen, regelmäßig Drogen zu nehmen. Alkoholkonsum war an der Tagesordnung. Ich habe dann gefunden, ich wollte mein Leben beenden. Aber zum Beenden war ich zu feig und habe dann einfach das weiterlaufen lassen und habe dann auch keine Rechnungen mehr bezahlt. Ich hatte einen riesen Schuldenberg. All meine Busse, die ich durch das bekommen habe, weil ich schwarz gefahren bin oder weil ich irgendetwas nicht bezahlt habe, waren mir gleich. Vor 6 Jahren wird Nico Pauli zu einem Gottesdienst eingeladen. Er geht hin, ohne sich viele Gedanken zu machen. Heute trifft er seinen Freund Dom Happ, den er damals dort in der Kirche kennengelernt hat. Nico erinnert sich an jenen Abend. Oftmals haben dann nachher angefangen, die Wände so wie an einem heissen Sommertag über der Straße so anfangen zu flimmern. Und ich habe angefangen zu schwitzen und die Tränen sind mir runtergelaufen, die Nase ist gelaufen. Und ich habe zuerst gedacht, ich bin in einem bösen Traum. Ich habe es nicht mehr ertragen und habe dann auch keine Luft mehr bekommen. Und habe zu meinem Kollegen gesagt, hey, ich muss hier raus. Und habe in dem Moment eigentlich das Gefühl gehabt,
Der Gott gibt es trotzdem und wird, tut mich jetzt bestrafen für all die Schundtaten, die ich gemacht habe. Und ich bin rausgestürmt, bin am Boden runtergeknündelt und habe nach Luft gerungen. Es war ein auf die Knie fallen. Das ist eine höhere Macht. Das ist etwas, das viel stärker ist, wo ich keine Chance habe dagegen. Es ist wirklich, es bin plötzlich nur noch ich gewesen. Mein tiefes Ich, mein Herz, meine Verletzlichkeit. Ich habe in dem Moment gewusst, Jesus gibt es und Jesus liebt mich. Dieses Erlebnis verändert Nico. Ab da macht er um Alkohol und Drogen einen großen Bogen und wird selbstbewusster. Ich habe natürlich die Veränderung dürfen miterleben in diesen ersten Jahren, wie ich gesehen habe, wie seine ganze Wahrnehmung von sich selber und auch vom Umfeld sich angefangen hat zu verändern. Also, er hat nicht mehr etwas müssen darstellen, weil er angefangen hat zu lernen, dass sein Wert eben von innen kommt. Nikos neues Ich zeigt sich auch im Umgang mit anderen. Ich habe also dann gespürt, wenn ich wieder mit normalen Leuten Kontakt pflegen wollte und oftmals immer wieder so in mir gespürt habe, jetzt musst du weg oder jetzt kannst du das wirklich zulassen. Und ich habe dann wirklich auch gemerkt, hey, ich kann das zulassen. Ich musste wieder lernen, eine normale Kommunikation zu führen. Ich musste mein Frauenbild wieder herrichten. Ich musste auch lernen, Konflikte zu bewältigen. Wie gehe ich mit Situationen um, wenn es schwierig wird, wenn es brenzlig wird? Das Schöne ist in dem Sinne, ich bin nie alleine gewesen. Gott ist immer da gewesen, hat mich an der Hand genommen, mich geführt und geleitet und hat mir Leute zur Seite gestellt, die mit mir den Weg auch gegangen sind. Mir ist bewusst worden, wie abgrundtief dass ich eigentlich vorher gewesen bin. Hass und Gewalt ist an der Tagesordnung gestanden und dass so viele unschuldige Leute tyrannisiert worden sind. Eigentlich müsste ich bestraft werden. Ich habe einerseits gesehen, die Schuld, die ich habe, und andererseits die Vergebung von Jesus. Jesus hat mit seinem Tod am Kreuz gezahlt, indem er all das, was ich gemacht habe, jeder Fußschlag war schlussendlich ein Schlag ans Kreuz. Er hat die Schuld, die ich bedeckt war, weggenommen, hat mich reingewaschen. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als das einfach anzunehmen. Das Geschenk, das Jesus mir gemacht hat. Heute ist Nico auch frei von finanzieller Schuld. Auf seine Vergangenheit blickt er mit gemischten Gefühlen. Wenn ich das so anschaue, ist es wie ein Blick in längst vergangene Zeiten. Ich erkenne mich gar nicht mehr da drauf. Und ich bin einfach so dankbar, dass ich da eine zweite Chance bekommen und hat Gott mir durch seine Gnade einfach nochmal einen Neuanfang geschenkt. Ja, es ist mir schwer gefallen, die Vergebung anzunehmen und ja, das weiße Papier nochmal zu bekommen. Ich durfte Frieden finden, Frieden im Herz bekommen. Ich bin immer noch der gleiche Kämpfer, aber ich kämpfe nicht mehr mit Füßen, sondern mit dem Herz. Wir rühren dich auf, wenn wir alle Büro haben. Jetzt haben wir einen Traktor, das stimmt. Ich wollte mir ein Vorbild nehmen an meine Pflegeeltern. Und ja, meinen Sohn unterstützen in allem, was er macht. Ihn bedingungslos lieben, ihm Wert mitgeben. Und ja, dass er gewaltfrei aufwachsen darf, nicht so, wie ich es erlebt habe. Seit mehreren Jahren arbeitet der gelernte Forstwart bei der sozialen Stiftung Wendepunkt. Als Abteilungsleiter im Gartenbau hilft er den Teilnehmenden in ihrem Arbeitsumfeld. Mir ist es wichtig, für Ungerechtigkeit einzustehen. Leute, die es nicht immer einfach hatten oder haben im Leben, an der Hand nehmen, sie auch unterstützen. Ich kann dort ein Vorbild sein oder eine Stärkung für andere oder auch für Leute, die es vielleicht nicht so einfach hatten. Und dort kann man auch zusammen wie eine Familie unterwegs sein. Jesus hat aus mir einen neuen Mensch gemacht. Was aber nicht heisst, dass ich auch ja, mich irgendwie zum Teil auch mal wieder aufregen oder so. Aber ich kann heute gelassen mit jeglichen Situationen umgehen oder zum Teil auch deeskalierend auf die Leute einwirken. Ja, aber eben, wie gesagt, auch ich bin ein Mensch und auch ich mache Fehler. Und
ja, ich glaube, das geht uns allen gleich.